Hast du gewonnen, Mann? Geiler Scheiß. Kann man nicht glauben, ne? Ja, Patrick Grützki gewann den Trickwurf-Contest beim All-Star Game. Unter anderem mit diesem Mix aus Flickflack, Pirouette und Dreher. Und der Rhein-Neckar-Löwe empfand das selbst als ein wenig absurd. Setzte er im WM-Viertelfinale gegen Spanien doch einen von zwei vergebenen Tempo-Gegenstößen per Trickwurf neben das Tor. Eigentlich konnte ich selber nicht verstehen, dass ich hier heute nominiert war. Nach so einem Ball. Und nach dem Trickwurfverbot vom Bundestrainer. Grötzkis Konkurrenten Robert Weber, Aljoscha Schmidt und Dominik Klein. Die Jury unter anderem mit Diskus-Olympiasieger Robert Harting und Weltmeister Markus Bauer besetzt. Und im Tor stand Deutschlands Nummer 1 Silvio Heinevetter. Magdeburgs Robert Weber probierte im direkten Duell mit Grötzki gleich die doppelte Pirouette, ging damit baden und auch danach reichte es nicht ganz für einen Treffer bei dieser sehenswerten Aktion. Ich habe gestern beim Abschlusstraining bei uns in Magdeburg mal versucht, so zwei Drehungen zu machen. Ich dachte mir, eine Drehung kann ja jeder. Versuche ich mal mit zwei. Hat jetzt auch ganz gut funktioniert eigentlich, nur der Ball ist nicht rein und ja, probieren kann man es ja mal. Auch Dominik Klein vollendete schön und traf. Mindens Aljoscha Schmidt beeindruckte die Jury aber noch ein bisschen mehr. Ja, unser Trainer sagt immer, lieber mit dem Ball ins Tor springen und den Ball reinlegen, anstatt irgendwelche Screwballs oder irgendwelche Trickwürfe zu machen. Und wenn man das heute mal darf und es kommt darauf an, dann ist das natürlich ganz lustig. Viel Spaß für die begeisterten Zuschauer dann auch im Finale, in dem Schmidt gleich nachlegte. Aber auch wenn an diesem Tag wiederum nicht alles bei Nationalspieler Grötzki klappte, kürten ihn die Fans zum Sieger. Und was bleibt, ist vielleicht ein bisschen Trost und die Einsicht, dass es ja doch klappen kann mit den Trickwürfen.